am Anfang gleich mal seinen General aufspieße. Wisst ihr was? Die Schlacht machen wir jetzt noch. Die will ich jetzt auf jeden Fall versuchen. Ich meine, mehr als verlieren können wir nicht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er da jetzt auf einmal so eine riesen Armee entblößt. Dann muss ich das so schnell wie es geht auch machen. Also ich rechne jetzt unsere Chancen auf Sieg mal recht gering aus. Worauf ich einfach hoffe, ist, dass ich seine Kavallerie irgendwie überraschen kann. So. Verstärkung kommt von unten rechts. Boah, das ist wieder so ein schwules... So eine schwule Drecksfeste. So blöd verteidigen lässt. Ich tue auf jeden Fall mein Bestes. Wie immer. Mehr bleibt einem gar nicht übrig. Okay, von hier unten kommen jetzt nur... Das kommt von hier. Da kommen jetzt nur Bogenschützen. Das wäre tödlich. Von hier kommen auch nur Bogenschützen. Und was kommt von hier? Kommt so eine Kavallerie. So, die Verstärkung ist hier. Die lassen wir jetzt mal sprinten. Die muss ja schließlich was reißen hier. Was kommen sie von hier? Mit Bogenschützen. Und von hier kommen sie auch mit Bogenschützen. Surprise! Scheiße aber auch. Das wird eine haarige Schlacht. Das kann ich euch schon mal versprechen. Von hier kommen sie auch mit Bogenschützen. Ja, super. Ich kann meine Truppen also nirgendwo verstecken gegen diese blöden Runin. Außer ich pack alles hier irgendwie hin. Weil da ist die Kavallerie. Weil in der Hoffnung, dass diese ganzen Ronin jetzt das Klettern anfangen, wobei die im Nahkampf ja auch recht stark sind, was ich noch in Erinnerung habe. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr haarige Angelegenheit. So, die Türme auf jeden Fall Brandpfeile verschießen lassen, was das Zeug hält. Hallo? Ja, hier nochmal. Yaria Shigaru de Ekueke, gut, die kann ich... Die kann ich definitiv platt machen mit dem Samurai-Gefolge. Okay, hier fängt jetzt alles das Klettern an. Oh, fuck, 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 fuck. Ich werde solche derben Verluste durch diese behinderten Drecksronin bekommen. Ich werde allgemein ziemlich gefickt werden. Meine einzige Hoffnung ist, dass die jetzt hier von mir ablassen irgendwie. Aber diese Bogenronin sind einfach viel zu stark. Ich frage mich jetzt auch, wie der sich so viel leisten kann. Das ist der Wahnsinn. Yari Ronin, ist klar. Ja genau, alles was jetzt hier raufläuft, wird gnadenlos niedergemäht. Mach mal bitte die breite Formation. Das soll nicht ganz so schnell abschlachten. Ach du Fuck! Ah, gut, also... Ich habe so die Befürchtung, Leute, dass es eine sehr, sehr, sehr schlechte Schlacht für uns wird. Koiki Naginata-Kriegermönche, ja prima. Die können ja alles ausbilden. Die Koiki sind ja mal echt eine unfaire Fraktion. Die sind in der Frühphase stark, die sind in der Spätphase extrem stark. Haben die eigentlich auch Schwächen oder so? Ich glaube nicht.
Mein General wird krepieren, ich merk's schon. Okay, hier ist der Sieg eingefahren. Der Feind hat einen Turm eingenommen. Hier an der Front verlieren wir. Hier ist es gerade noch irgendwie unentschieden. An der Front hier unten haben wir gewonnen. Noch nicht ganz. Die Fliehenden brauchen wir nicht zu verfolgen. Gut, der Rest flieht. Wie sieht es hier draußen aus? Die Bogenrunin, die 46, da die brauchen wir nicht zu beachten. So, hier sieht es ganz gut aus. Hey, 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 Leute, Leute, Leute. Jetzt hier Date Teromune. Mal bitte Rückzug. Du darfst mir jetzt ja nicht krepieren, mein Sohn. So. Jawohl, sie sind nur noch zu fünft, aber sie kämpfen dennoch tapfer. Scheiße. Gut, die da draußen sind. Unser gesamtes Regiment ist umgekommen, mein Lord. Die da draußen sind am Ende. Das ist der Vorteil einer Verteidigungsschlacht, dass deine Männer immer bis zum Tod kämpfen, egal was da passiert. Sie kämpfen weiter, bis der letzte Mann fällt. Das verschafft einem so ein bisschen Vorteil. So, hier tötet mal die da bitte. Ah, Angriff! Date Teromune muss überleben, er ist der Erbe! Alter, wie viel da halt noch kommt. So, sammeln! Oh fuck. Sie haben sich mal ganz galant die Piazza gesnackt. Los, kämpft noch, kämpft, kämpft, kämpft. Seht zu, dass sie noch lange weiterkämpft. Die Piazza wird zurückerobert, sehr schön. Tötet ihren General. So, da habe ich ihren anführenden General gekillt. So, hier klettern noch ihre restlichen Männer hoch. Nein, fortsetzen. Alles abschlachten, was noch geht. So, da schlachtet sie alle nieder. Boah, Leute, ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir das gewinnen, ey. Ja, lecko mio, ey. Das waren aber auch saubere Verluste für uns, also. Ein teurer Sieg, ihr habt gesiegt, doch zu welchem Preis? Viele haben euren Sieg mit ihrem Leben erkauft. Tja, es war nötig. Doch ich habe sie niedergeworfen. Uah! Sieg!
Das ist der Stoff, aus dem richtig gute Echtzeitschlachten gemacht sind, Leute. Ihr seid hoffnungslos unterlegen und schafft es doch noch irgendwie einen Sieg davon zu tragen. So, mal schauen, ob der Ekueki jetzt vielleicht Frieden will. Jawohl, ganze Armee. Gut, er hat aber echt von 2000 Truppen nur noch 189 übrig und ich habe von 1000, ich war ihm weit unterlegen. Das war jetzt echt eine bittere Niederlage für ihn. Die wird er nicht so leicht verschmerzen. Ah, Date Teromune steigt. Ein Sohn wird erwachsen, Date Tamuzu. So, hier ist mal wieder ordentlich sabotiert worden. Die Leute müssten jetzt auch allmählich pissig werden hier, oder? Nee. Jetzt kann ich nämlich mal meinen Metzge losschicken und mal den ersten Ninja hier verhaften. Da! Stirb, du Sau. So, die hier haben einen weiteren Winter überlebt. Verurteilt und hingerichtet. So will ich das lesen. So, Noto will ich jetzt nicht unbedingt entblößen, deswegen... Was verpassen wir ihm denn? Einen heldenhaften Ashigaru. Das eins auf Moral für alle Ashigaru-Einheiten. Oder einen Schlossarchitekten. Ja, heldenhaften Ashigaru natürlich. So, eins auf Stratege, eins auf Krieger, wie wir es ja gewohnt sind. So und nicht anders. So, ihn töten wir jetzt noch. Stirb! Keine Gnade für dieses Pack. Gut, damit wäre das schon mal geklärt. So, jetzt können wir gleich mal schauen, was in Kaga drin sitzt. Wenn da nämlich jetzt nichts drinnen sitzt, und zwar mit nichts meine ich wirklich gar nichts, dann lasse ich da gleich einen Date Harumune hinmarschieren, dann soll der das einnehmen. Ah doch, leider sitzt da ein bisschen was. Kaga ist auch schon eine Festung. Nichtsdestotrotz werde ich es mit Date Harumune versuchen. Naja, wobei, mit Date Harumune werde ich es nicht versuchen. Weil die mir hier noch alle recht pisst sind. Ich werde das Ganze hier erstmal zu einer Feste aufrüsten. Ich brauche dringend ein bisschen Truppen. Ich glaube, ich bilde hier mal Flammenbomber aus. Könnte nicht schaden. So. Schauen wir nochmal, was in Südchina nur sitzt. Dass wir den Takeda endgültig wegbekommen. Ich hoffe, seine Armee hier wird dann auch aufgelöst. Dann kann ich mal die ganzen Gebäude reparieren. So, er steht immer noch davor. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. So. Warum willst du nicht angreifen? Geht doch! So. Armee sabotieren, die 250, die sind mir jetzt gerade ein bisschen zu viel. So, den ersten haben sie ja hingerichtet. Was wollte ich denn? Genau, ich wollte den Echigo. Wollte ich noch ein bisschen Truppen rekrutieren. Das passt. So, einfach, dass ich noch ein bisschen Truppen zur Verfügung habe hier. Für mein Date mit dem Ikuiki. Hier tun sie irgendwie nichts, dass sie sich das Gebiet wiederholen. Ihr seid vollständig fortgebildet. Mit denen kann ich dann mal versuchen, den Ikuiki aufs Korn zu nehmen. Ah ja, den wollte ich ja mal. Da wollte ich jetzt mal fragen, ob er Bock hat, einen Frieden auszuhandeln. Sprecht vorsichtig. Ja, immer noch nicht. Da müssen wir ihm wohl noch ein paar Provinzen abknöpfen, bis er soweit ist. Das ist doch etwas, das lässt sich sicher arrangieren. Der Imagawa soll mal hier Dingens Mikawa einnehmen. Ja, jetzt nehme ich mal Sujina nur ein, dann ist der Takeda wenigstens schon mal weg, wisst ihr? Und dann wird die Sache doch gleich wieder einen ganz großen Ticken einfacher. Ich frage mich nur weiterhin, was der mit dieser Armee hier macht. Die wird immer schwächer und schwächer. Und ich verdiene immer besser. Ründlich und stündlich. Ja, viel gibt's nicht mehr. Der Chozukabe ist auch nicht mehr da, wie ich gerade sehe. Der ist anscheinend von Miyoshi ausgelöscht worden. Ist natürlich ein bisschen bitter. So, Takeda, Ikuiki machen nichts. Yamana, wo wird denn der sitzen? Wahrscheinlich in Ralf seinem
ehemaligen Gebiet. Feuerregen auf den Feind hat eine vernichtende Wirkung auf dessen Kampfgeist sowie die strukturelle Integrität seiner Gebäude. So, Agent umgestimmt. Das finde ich jetzt aber eher scheiße. Mit seinem scheiß Ikomönch, ey. Ja, aber den hier festnehmen. Festnahme fehlgeschlagen. Das ist natürlich rechtlich peinlich. Ja, die haben es jetzt natürlich richtig gemacht. Jetzt versuchen wir hier mal Schlosstore sabotieren. Die 300 ist es mir jetzt wert, es zu versuchen. Sabotage fehlgeschlagen, du Depp. Dann müssen wir wohl mit der Brechstange ran. Ja, da sind wir jetzt mal geduldige Belagerer. Und ich würde sagen, da schicken wir Verstärkung hoch. Da will ich jetzt kein Risiko eingehen. Naja, da sind die wieder pissig. Dann nicht. So. Hier bitte Verstärkung. Okay. So, diesen blöden Mönch da, 26%. Mein Gott, geh mal das Geld halt mal aus. Wenn er schafft, ihn umzubringen, umso besser. Attentat fehlgeschlagen. Er kriegt sogar dann Erfahrung, wenn was fehlschlägt. Das ist schon echt bitter. Zu den Waffen. Sado habe ich auch extra noch ein bisschen was sitzen gelassen. Aber der Kayama macht ja echt überhaupt gar keine Anstalten, sich das zurückzuerobern. Oh, scheiße. Na gut, dass ich das noch rechtzeitig gesehen habe. Das ist jetzt aber recht richtig kacke. Der wird die jetzt nämlich absetzen im Rundenwechsel. Ha, und der Imagawa hat tatsächlich Mikawa jetzt eingenommen. Sehr nice. Der wird die jetzt im Rundenwechsel absetzen. Und dann habe ich ein richtig dickes, derbes Problem. Was schaffe ich denn dann noch auszubilden auf die Schnelle? Die dauern 2 Runden. Das dauert dann auch schon wieder länger. Was habe ich denn als Festung? 2 Yariashigaru, 1 Bogengarnison. Dann bilde ich lieber 2 Bogengarnisonen aus. Im Zweifel ist die Amedia da halt nicht ganz so prickelnd. Dann da eh 2 Runden braucht es anzugreifen. Kann ich hier das noch ein bisschen kompensieren? Und vielleicht in den Nachbarprovinzen noch ein bisschen was ausbilden? Weil die Armee aus Musashi will ich da jetzt ehrlich gesagt nicht hinschicken. So, weil es ist nämlich alles in einer Runde fertig. Ja, deswegen will er noch keinen Frieden. Jetzt probiere ich es aber trotzdem nochmal, weil dann kann er nämlich seine Truppen nicht bei mir absetzen. Weil für noch so eine Schlacht habe ich jetzt keinen Bock. Denn ihr befindet euch am Rande eines Vulkans. So, Zahlungen. Bezahlung anbieten. 3031. Militärischen Zugang. 20 Runden anbieten. Geiseln austauschen. Der andererseits volljährig geworden. Ja, und der hat wirklich... Wahrscheinlich, wenn jetzt seine Pläne hier scheitern, dann versucht das wahrscheinlich. Muss ich meinen anderen Sohn noch in irgendeinen Rang erheben. So, welchen Rat habe ich denn gerade nicht besetzt? Finanzrat ist der Nakamune. Yoshinori ist Kriegsführungsrat, dann habe ich gerade den Versorgungsrat nicht besetzt. Beziehungsweise, er war ja besetzt, aber derjenige, der ihn besetzt hatte, ist krepiert. Oder wurde umgebracht, vielmehr. Na, dann schauen wir mal, wie wir das jetzt hinbiegen. Er sieht doch voll wie 16 aus, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Koiki geht mir ganz schön auf die Nüsse. Und der wird vor allem immer größer. Hä? Wo ist er jetzt hin mit seiner Flotte?
So, da hatte Kayama es geschafft, sich... Welchen Agent haben sie mir jetzt umgestimmt? Den behinderten Ninja oder was? Ach, leck mich doch. Ich brauche mehr höherrangige Ninjas hier. Oh. Und schwupp. So, wo ist der jetzt mit seiner Armee hin? Fährt doch jetzt nicht etwa hier nach Iwate rauf, oder? Das sollte ich nämlich tunlichst verhindern, dass er da oben absetzt. Und zwar, indem ich Folgendes mache. Ich bilde für die nächste Runde noch zwei Bogenkobayas aus und dann gehe ich mal ein bisschen auf die Jagd. Natürlich schon ein bisschen ärgerlich, dass er jetzt nicht das gemacht hat, was ich eigentlich vorausgesagt hatte. Gut, jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier noch den anderen... Ja, unser Ninja wurde entdeckt. Und wo ist der feindliche Ninja? Ist doch nicht ein feindlicher. Wo ist der Ninja jetzt hin, der hier alles beschädigt hat, der Dip? So, dann tun wir hier jetzt mal wieder ordentliche Reparaturarbeiten leisten. Irgendein Gebäude hat er mir komplett abgefackelt. Glaube ich zumindest. Markt und Kloster ist nie verkehrt. Ich finde dich schon noch, du Schweinehund. So. Kann ich jetzt mit ihm hier mal versuchen, die da auseinanderzunehmen? Was ist denn da überhaupt drinnen? Das sehe ich nicht. Dann sind die mir pissig. Ich brauche hier eigentlich gar keinen Stall. Brauche ich hier lieber einen... Dann baue ich da... Da ist ein Ninja! Ich brauche mehr Metzge. Komm, Metzge. So. Er kriegt wieder einen Jagdhund. Der soll ja auch ordentlich hinrichten. Bau abgeschlossen. Flurneuanordnung. Ich krieg allmählich wieder richtig gut was rein. So, ja, bestechen für 11.000. Ich glaube, du hast einen Vogel. Na komm, dann hier. Überwacht dabei die Siedlung. Pass auf, dass niemand hier versucht zu plündern oder so. Wenn der Iko Iki jetzt nämlich in Iwate was absetzt, dann bin ich ganz schön gelinkt. So, wo habe ich denn noch Speerträger ausgebildet? Na, hier habe ich die Flammenbomber ausgebildet. Und hier, glaube ich, habe ich noch was ausgebildet. Jawohl, ja. Die können ja den da unten mal zu Hilfe eilen. Die erleiden zwar jetzt Verschleiß, aber das nehme ich jetzt mal in Kauf. So. Schau ich mal, dass ich hier noch so viel Verteidigungseinheiten wie möglich reinquetschen kann. Die dann nächste Runde fertig sind. Ich bin mir sicher, dass der jetzt Kai angreifen wird, in der Hoffnung, dass er sich zurückerobern kann. Und ich hoffe, der Takeda bleibt... der Takeda, sag ich schon, der... Hatte Kayama bleibt weiterhin kriegsfähig. Ja, natürlich wieder... Jetzt hat er mir hier unten irgendwas kaputt gemacht. So, ja, das ist aber der. Das ist aber nicht der feindliche Ninja, du scheiß Drecksprogramm. Okay. Jetzt hat er da auf einmal einen Daimyo drin sitzen. What the hell? Wie hat er denn den jetzt bekommen? Oh oh. Ich habe da jetzt gerade so ein ganz mieses Gefühl. Ich glaube, der versucht sich nach Südchina nur zurückzuziehen, der Gute hier.
So, jetzt tut er hier unten fröhlich weiter beschädigen, oder was? Das kannst du ja mal schön knicken, Junge. Wo ist denn den hier, Ninja? Warum sehe ich den denn nicht? So, wenn die Siedlung überwachen, dann findet er ihn schon. So, die Feste ist fertig. Müssen wir uns auch gleich zur Festung aufrüsten, was meint ihr? Ah, jetzt kann ich hier auf jeden Fall schon mal einen buddhistischen Tempel und den baue ich hier auch gleich. Dann kann ich hier nämlich mal den Ikko-Glauben vertreiben. Noto brauchen wir keine, aber Echu mache ich, baue ich jetzt mal eine sicherheitshalber. So, mal die Nachrichten wieder einfahren. Ah, ich glaube, unsere Flotte ist jetzt groß genug, dass sie mal hier ein bisschen auf Konfrontation mit dem Ikko Iki gehen kann. Mit der Flotte brauchen wir uns definitiv nicht mehr zu verstecken. Wisst ihr,